Hey, was geht ab? Herzlich willkommen beim Mobbingfrei Adventskalender. Heute wieder bei Tobias Beck, und Tobi ist einer der erfolgreichsten Speaker Europas. Ich bin richtig stolz, heute ihn dabei zu haben, weil er auch mein persönliches größtes Vorbild ist, weswegen es auch hier diese ganzen Sachen alles gibt. Er hat einen Podcast mit über 14 Millionen Downloads, Spiegel-Bestseller-Autor. Deswegen, Tobi, toll, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung, lieber Yannick. Und das war nicht immer so, besonders in der Schule nicht. Ja. Und darüber werden wir heute mal so ein bisschen drüber quatschen, so über deine Vergangenheit. Deswegen nimm uns doch mal voll gerne mit, so hey, wer ist denn Tobi überhaupt? Es gibt einen Tobi, den es jetzt gerade gibt, und es gibt einen, der mal gewesen ist, ne? Jetzt gerade aktuell lebe ich mit Frau und zwei Kindern unser Traumleben. Du hast es gerade schon ein Geil. bisschen angekündigt, ein paar Bücher geschrieben. Ich bin Speaker, habe ein Unternehmen mit Mitarbeitern, und das ist der geilste Lifestyle, den ich mir jemals hätte vorstellen können. In der Schule hätte ich mir das deshalb nicht träumen lassen, weil ich A von insgesamt 10 Schulen runtergeflogen bin und tatsächlich, und das ist ja auch das Thema heute, gemobbt wurde. Und zwar eine lange Zeit. Und es lag primär rückblickend an ganz vielen Dingen. Ich war A, ein schlechter Schüler mit einer Lernbehinderung, die mir natürlich nicht wirklich zuträglich gewesen ist. Das heißt, alle Situationen, wenn ich vor die Klasse musste, um irgendwas vorzurechnen. Ich erinnere mich an einen Satz von meinem Mathematiklehrer, Herr Hillebrand, der zu meiner Mutter beim Elternsprechtag gesagt hat, sie brauchen gar nicht reinkommen. Der hat uns in der Tür stehen gelassen und hat gesagt, wenn er ganz großes Glück hat, dann kann er eines Tages bei uns zu Hause den Müll wegbringen. Das war die Aussage. Und das hat natürlich was mit mir gemacht. Das hat mein Selbstbewusstsein wirklich sehr, sehr klein gemacht. Ich habe damals eine ganz dicke Brille getragen, 5,5 Dioptrien. Wir reden jetzt von einer Zeit, wo es nicht so schön geschliffene Gläser gab. Dazu war ich übergewichtig und auch noch zeitgleich in einer Sekte, in der ich groß geworden bin, wo ich dann kein Fernsehen gucken durfte, keine Bravo lesen durfte und keinen Kontakt zu anderen Schülern haben durfte. Und all das zusammen hat mich natürlich in der Schule wirklich runtergemacht, mit inklusive allem, was dazugehört. Übergeben, bevor ich hingehen musste, verprügelt werden von der Schule, in die Pissrinne geworfen worden, bei uns im jungen Klo. Alles mitgemacht. Krass. Ja, das ist die kurze Zusammenfassung. Danke also erstmal dafür fürs Teilen. Und hier hören auch sehr viele zu, die eben tagtäglich aufwachen mit Bauchschmerzen, einschlafen mit Bauchschmerzen, weil sie auch so eine unfassbare, krasse Angst halt auch vor dieser Schule haben, vor diesem Gebäudeschule. Und ich finde es eigentlich schade, dass das so ist, weil ich bin eigentlich ein Mensch, so ich bin auch in die Grundschule gegangen, so mit der Freude, ey, geil, Schule wird bestimmt richtig toll. Ich habe mich richtig gefreut. Durfte aber dann leider 10 Jahre lang so das Gegenteil irgendwie erfahren. Und wie hast du es für dich irgendwie halt geschafft, durch diese Zeit trotzdem halt durchzukommen? Also ich muss wirklich reflektierend sagen, dass das heute ein Großteil meines Erfolges ist, weil ich habe mir damals immer gesagt, schlimmer als hier kann es jetzt nicht werden. Und diese ganze Trauer, diese ganze Frustration, diese Wut, dieses Unverstandensein, das habe ich mitgenommen und habe daraus etwas gebaut. Was mir tatsächlich geholfen hat, rückblickend, war, dass ich, sobald die Schule vorbei war, ich die ganze Stadt, die ganzen Leute, alles hinter mir gelassen habe und auf null resettet habe. Neues Umfeld, neue Menschen, neuer Input. Ich bin damals nach Brasilien gegangen, habe dort Englisch unterrichtet, war dann Rettungssanitäter bei der Feuerwehr, habe Dinge getan, die mit Schule nichts zu tun haben und gleichzeitig doch, weil ich bin durch den Rettungssanitäterlehrgang einmal durchgefallen, weil ich so eine Prüfungsangst hatte. Ich weiß noch, als ich da reingekommen bin, die ganzen Muster aus der Schule kamen wieder hoch. Ich bin wieder raus, ich habe mich übergeben. Und dann hat der Ausbilder gesagt, was ist denn los mit Ihnen? Und dann hab ich mit meiner Schulgeschichte anfangen wollen. Seine Antwort war, was bist denn du für ein Opfer? Rette den Patienten. Also, und im Nachgang hat dieses Schütteln auch gut getan. Bin ich ganz ehrlich. Also aus dieser Opferrolle rauszugehen hinzu, es wird irgendeine Sache geben, die ich richtig gut kann. Muss es geben. Weil die ganzen Menschen auf der Welt sind wie Puzzleteilchen. Und es gibt diesen Ort und diesen Punkt und diese Menschen, wo es passt.
Und das wusste ich schon immer. Und diese Kraft habe ich dann mitgenommen. Während der Schulzeit selbst, muss ich sagen, gab es so Momente, wo ich dann schon gemerkt habe, aha, schau mal, es kommt jetzt auch total drauf an, mit wem ich mich in der Schule umgebe. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass so bestimmte Typen gibt, die halt immer sich Opfer suchen. Aber ich entscheide auch, ob ich da hingehe, ob ich dieses Spiel mitspiele. Gebe ich klare Regeln vor, wie nah oder wie weit? Mit wem hänge ich in der Schule ab? Bin ich derjenige, der unbedingt Aufmerksamkeit haben möchte? Oder, und das war das, was ich dann zum Beispiel gedreht habe, kann ich mich in der Pause als in der Schülersprecherschaft engagieren? Kann ich was machen, wo ich Aufmerksamkeit für Dinge bekomme? Zum ersten Mal positive, was ich sonst mit schulischen Leistungen nicht machen kann. Mir fällt gerade übrigens noch eine Geschichte ein. Gerne, gerne. Mich hat mal auf dem Weg zur Mensa ein Junge, der mich die ganze Zeit gemobbt und der hat einmal nur darauf gewartet, dass ich in die Pause ging, der hat mich die Treppe runtergeschubst auf dem Weg zur Mensa und dabei habe ich mir die Bänder gerissen im Fuß. Alle Bänder. Und weil ich nicht leiden wollte, weil ich nicht das Opfer spielen wollte, weil ich nicht schon wieder derjenige sein wollte, der für irgendwas Mitleid bekommt, weil meine Brille zerschlagen ist oder Gott weiß was oder für die 6 in Mathe oder die 5 in Physik, bin ich mit dem Bänderriss im Fuß zurück zum Unterricht gegangen. Bis irgendwann eine Lehrerin zu mir gesagt hat, du siehst leichenblass aus, was ist denn mit dir? Und dann habe ich meine Hose hochgezogen. Und mein linker Fuß war so groß wie ein Fußball. Und ich war so weit, dass ich überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr haben wollte. Also auch, es war für mich allein der Gedanke, dass wegen mir jetzt ein Krankenwagen dahin kommt, dass schon wieder die ganze Schule über mich lacht. Das wär der Albtraum gewesen. Und der Turning Point, der Moment, der alles verändert hat, war genau in dem Moment, als ich gemerkt habe, dass es etwas gibt, was ich gut kann. Das war der Turning Point. Wow, du hast mich voll abgeholt. Also auch gerade so mit diesem Punkt Aufmerksamkeit und für viele hier auch aus der Community, so die kennen die Story von mir. Ich habe so mit 15 mit YouTube-Videos angefangen und es war für mich so meine größte Passion überhaupt. Ich habe auf einmal Spaß gefunden, Kameras und alles. Ich bin da voll aufgegangen einfach in dieser Social-Media-Welt. Aber war im Mobbing gefangen, hätte mir aber nie denken können, dass deswegen Leute einen noch schlimmer ausgrenzen. Also ich war nie auf Aufmerksamkeit oder so auf. Und dann am Ende, also das Ende vom Spiel war, dass die ganze Schule mich halt dann gehatet hat. Schule gewechselt und deswegen ist es so ein Moment, den ich so krass nachfühlen kann. Also danke Das fürs Teilen Ding dafür. mit dem Umfeld ist halt so extrem wichtig. Übrigens auch als junger Erwachsener. In dieser Zeit, als ich dann Rettungswagen gefahren bin, zum Beispiel, war ich in einer, zum ersten Mal in meinem Leben, in einer komplett anderen Rolle. Ich hatte einen Pieper und ich hatte eine Uniform an, da stand drauf Feuerwehr Wuppertal oder Rettungsdienst Wuppertal. Und da ging es eben nicht um mich. Ich konnte eigentlich gar nicht in diese Rolle fallen, weil ich war ein Besatzungsmitglied eines Rettungswagens. Und da gab es Leute, die hatten ein Bein gebrochen oder einen Autounfall oder eine Hausgeburt oder sich den Arm gequetscht. Und da habe ich einfach nur geleistet. Einfach nur meinen freaking Job gemacht, ohne die ganze Zeit zu überlegen, um Gottes Willen, was ist jetzt? Und das war gut für mich. Und dann im Nachgang, nach dem Rettungsdienst, habe ich gemerkt, ah, guck mal, andere Leute, anderes Umfeld. Die wussten übrigens auch nicht, dass ich durch diese eine Prüfung durchgefallen bin, weil das ist der Feuerwehr komplett egal. Hauptsache, du hast halt irgendwann diesen Schein. Und danach bin ich ja zur Lufthansa gegangen, direkt mit 18. Mein Abitur war nicht sonderlich gut. Ich wollte eigentlich damals Medizin studieren oder Psychologie. Das ging aber nicht, weil mein Abi nicht gut genug war. Und dann bin ich auch dort in eine Diamantenschleifmaschine gekommen, wo Menschen mir Dinge gesagt haben, die ich nicht hören wollte, aber anders als in der Schule. Ich habe eine Uniform getragen und habe in einem Flugzeug Menschen bedient. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, was kann man da viel falsch machen? Eine ganze Menge. Du kannst eine ganze Menge falsch machen. Aber es hat mir so gut getan, Teil einer schützenden Gruppe zu sein. In dem Fall
eine Crew. Ich war plötzlich nicht mehr der Idiot aus Wuppertal. Ich war plötzlich Lufthanseat. Ich war plötzlich nicht mehr das Mobbingopfer der Schule. Ganz im Gegenteil, ich erinnere mich an einen Moment, wo ich mit dem Rettungswagen ein Jahr später, und da waren ja ganz viele noch auf der Schule, du gehst ja irgendwann ab, aber die anderen sind ja alle noch da aus den unteren Jahrgängen, bin ich mit dem Rettungswagen auf den Schulhof gefahren, Notarzteinsatz bei jemandem, der sich einen offenen Splitterbruch gezogen hat, und ich war der Erste, der da dran war. Und eine Lehrerin hat mich erkannt und die hat gedacht, wow, du bist jetzt bei der Feuerwehr? Und ich so, ja, zur Seite, Gasse, nicht rumgucken, handeln. Komplett andere Rolle. Und hier kommt eine gute Nachricht für alle, die hier zuhören. Ich bin jetzt seit 23 Jahren im Business, mittlerweile Multiunternehmer. Mich hat noch niemand auf die Schule angesprochen. Noch nie. Schule ist ab dem Tag, wo Schule vorbei ist, vorbei. Und das ist ein richtig gutes Zeichen für ganz viele, die hier zuhören. Mhm. Und wenn du danach in einen Raum gehst mit Menschen, wo du hingehörst, als Künstler, Bildhauer, Rettungssanitäter, you name it, YouTuber, ja, Instagrammer, Reiseblogger, fucking egal. Und da triffst du nur noch auf Menschen, die so sind wie du. Wie geil ist das denn? Du suchst dir am Tag nach der Schule aus, wer dein Umfeld ist. Mhm. Und das meine ich mit diesem Reset. Und das hat so gut getan. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Seminare zu belegen. All das, was mir in der Schule nicht beigebracht wurde. Unternehmertum. Wie funktioniert Geld? Wie funktioniert Meditation? Dankbarkeit? Resilienz? Wie funktioniert Psychologie? Wie funktioniert mein Gehirn? Wie funktioniert das alles? Das habe ich alles in der Schule nicht gelernt. Gebe ich jetzt an Jugendliche weiter. Habe ich damals nicht gelernt. Eine Mini-Story habe ich noch. Gerne. Für mein erstes Buch, Unbox Your Life, habe ich 3 Jahre gebraucht. Wow. Nicht um diese 120 Seiten voll zu machen, sondern um meinen Mindfuck zu beenden, ich bin nicht gut genug. Wow. Weil die ganzen Muster aus der Schule wieder hochkamen. Sätze von meinen Lehrern, Sätze von Mitschülern in der Klasse, Dinge, die mir gesagt wurden. Und ich habe dann gedacht, ich kann dieses Buch nicht veröffentlichen. Was ist, wenn jemand sagt, das ist nicht gut? Was ist, wenn mein Deutschlehrer das liest? Was ist, wenn Herr Hillebrand dieses Buch bekommt? Wie soll das funktionieren? Und dann haben auch noch 30 Verlage abgesagt. Haben alle gesagt, nee, das Buch nehmen wir nicht. Aber hier für alle, die zuhören, Leute, der 31. Verlag hat es genommen. Und mittlerweile gibt es dieses Buch in 36 Ländern auf der Welt. Von Taiwan bis Argentinien. Überall gibt es Unbox Your Life. Du musst einfach nur weitermachen. Grandios. Also ich habe gerade so am ganzen Körper Gänsehaut. der Wahnsinn. Das zeigt ja auch, also das Ende vom Spiel, sage ich mal, ist ja auch im Prinzip dieses Umfeld. Oder? Ausschließlich. Also, oder? Ja. Also, ja. Krass. Ja, total so. Ich habe irgendwann für mich entschieden, und das ist eine Entscheidung. Ja. Pass auf, das Umfeld, das ist ja so spannend. Es gibt ja ganz viele Dinge, die wir nicht sehen können. Heißt mit anderen Worten, das Schlimmste war rückblickend gar nicht die Zeit in der Pissrinne oder mal eins auf die 12 zu kriegen oder gemobbt zu werden. Das Schlimmste rückblickend war das, was in meinem Kopf passiert ist. Wow. Die Hälfte der Dinge, die ich mir vorgestellt habe, was in der Schule passiert, ist ja nie hat ja nie stattgefunden. Das war ja nur in meinem Kopf. Ja. Das Schlimmste war ja gar nicht das, was sie gesagt haben, sondern was ich gedacht habe, was jetzt jemand macht oder sagt. Das Schlimmste war ja gar nicht, wie es war, sondern die Energie, die mitgeschwungen ist. Und als ich das verstanden habe, dass es sowas gibt wie Energie, gute, schlechte, das ist wie Magnetismus, ist nicht sichtbar, ist aber da. Ja. Und dann gab es irgendwann, da war ich, glaube ich, noch in der Schule, habe ich das erste Buch gelesen von Dale Carnegie damals, wie man Freunde gewinnt und sie Freunde behält. Gewinnt, ja. Da war ich 17, glaube ich, Oberstufe. Und da habe ich gelesen, krass, es gibt Menschen, die mögen mich einfach nur dafür, dass ich bin, wie ich bin. Das stand in diesem Buch und da habe ich gedacht, wie soll das denn funktionieren? Und dann gibt es da diese Geschichte, dass du,
Wenn du in ein Musikgeschäft gehst mit einer Stimmgabel und du haust die an, dann nehmen die anderen Musikinstrumente deine Schwingung an. Und dann über die nächsten Jahre habe ich verstanden, die Welt ist gar nicht, wie sie ist. Die Welt ist, wie ich bin. Mhm. Die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern die Welt ist, wie ich bin. Und ich habe an dem Punkt, es gibt einen Punkt, jeder Mensch hat einen anderen Punkt, wo es soweit ist, da richtest du dich auf und sagst, enough is enough. Genug ist genug. Und der kommt bei dem einen früher und bei dem anderen später. Nur nochmal, ich habe mich ein einziges Mal mit 18 Jahren mit meinem Zeugnis beworben irgendwo und seitdem führe ich Bewerbungsgespräche. Großer Unterschied. Du entscheidest. Ja. Niemand entscheidet. Du entscheidest. Grandios. Liebe ich. Super. Geil. Du hast auch vor diesem Punkt genannt mit Stärken, so auf diese Reise gehen. Wie hast du für dich letzten Endes dann auch deine Stärke wahrgenommen? Oder haben sich Stärken bei dir auch entwickelt, weil du vielleicht bei einer Sache Spaß hattest und die immer wieder gemacht hast? Ja, also außerhalb meiner Schule habe ich plötzlich Menschen gefunden, die ein ähnliches Mindset hatten wie ich. Mhm. Das heißt, der Freundeskreis, mein ganzer Freundeskreis war bis auf meinen damals besten Freund außerhalb meiner Schule, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, es gibt Menschen, die denken, ticken so wie ich. Und da müssen wir auch ein bisschen in die Hirnforschung gehen. Ja. Menschen mögen Menschen, die so sind wie wir. Wir haben Spiegelneuronen im Kopf. Wenn du gähnst, gähnt das Gegenüber. Wir scannen einen Raum immer nach Dingen, die so sind wie wir. Und ich war halt anders als die anderen in der Schule und bin deshalb gemobbt worden. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde wie die, wollte ich aber nicht. Oder ich suche mir Menschen, die so sind wie ich. Und diese Menschen aus dem Umkreis außerhalb der Schule, da haben wir schon Gespräche geführt. Ne? So, was kannst du denn gut, was willst du mal machen? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und dann gab es plötzlich die 12. Klasse in der Schule. Und da kam ein neuer Lehrer, ein Lehrer, der ganz anders war als die anderen Lehrer. Aber ich hatte auch Angst vor Lehrern. Ja. Mein Handwerkslehrer hat mal zu mir gesagt, vor der ganzen Klasse, Tobi, wenn du was anfasst, das ist so, als würden zwei loslassen. Oh Mann. Und diese Dinge habe ich halt nicht vergessen. Das geht ja irgendwo hin. Klar, ja. Und die ganze Klasse hat sich dann totgelacht und hat mir dann natürlich Streiche gespielt mit dem Lötkolben. Ne? Die haben den dann auseinandergebaut vorher, dass genau meiner nicht heiß wird. Diese ganzen Storys kennt jeder, der gemobbt wird, der hier zuhört. Die passieren von morgens bis nachts, vom aufgebrochenen Spind bis zerstochenen Reifen bis you name it. Ja. Alles. Mit Kaugummi am Kopf geklebt, whatever. Und dann kam dieser eine Tag, dass ein Lehrer, ich wusste, es kommt ein neuer Lehrer in die Schule, und alle haben plötzlich von diesem Lehrer gesprochen. Und genau dieser Lehrer wurde plötzlich mein Klassenlehrer. In den Wechsel von der entweder 10. auf die 11. oder 11. in die 12. Klasse. Und der war Schauspieler am Theater und hat in der Schule Literatur unterrichtet. Und dann hat er uns gefragt, das war so ein großer Mann, und du merktest, der hatte eine ganz andere Energie, eine ganz andere Ausstrahlung. Da waren die Schüler nicht leise, weil sie Angst hatten, sondern sie waren leise, weil er so eine Ausstrahlung mitgebracht hat. Wir wollten plötzlich wissen, wieso ist der so? Und da hat er gesagt, es gibt jetzt für die nächsten 3 Jahre, stimmt, es war Eingang in die 11, das war 11., 12., 13., es gibt jetzt für die nächsten 3 Jahre 2 Möglichkeiten. Im Literaturunterricht. Entweder wir lesen Texte von Goethe, Schiller, you name it, oder wir spielen Theater. Wenn wir Theater spielen, dann fangen wir heute an zu üben und der Auftritt ist in der 13.2. Das heißt, von jetzt in 3 Jahren. Ihr werdet Disziplin lernen, ihr werdet die Rolle eures Lebens lernen und ihr werdet 3 Jahre lang üben, bis dieses Stück so ist, dass wir damit auf Tournee gehen können. Und dann haben wir abgestimmt. Ich habe gesagt, Theater spielen habe ich noch nie gemacht, finde ich cool. Und dann sind wir mit diesem Lehrer nach Berlin gefahren und haben uns dieses Musical im Original angeguckt. Heißt Linie 1, geht um Menschen, die aus ihrem Leben erzählen. Haben das ungemünzt 3 Jahre lang geübt und dann kam der Auftritt. Und ich hatte die Hauptrolle.
eine der Hauptrollen. Aha. Und ich erinnere mich an den Tag wie heute, weil mein Muster wieder hochgekommen ist. Angst, nicht genug zu werden, ausgebuht zu sein, eins drauf zu kriegen. Meine Eltern waren da. Und ich war auf einer Gesamtschule, tausende von Schülern, so eine Riesenschule. Die gesamte Aula war voll, alles voll, bis hoch auf die Ränge, wo man so runterguckt. Weil alle wussten, wir haben 3 Jahre dafür geübt. 3 Jahre, das ist echt lange. 4 Stunden pro Woche plus Freizeit plus AG-Zeit. Ja, die hatten dementsprechend auch Erwartungen dann wahrscheinlich. Dementsprechend auch Erwartungen. Und ich habe gespielt einen 80-jährigen Mann, der auf sein Leben zurückblickt. Ich habe Gesangsunterricht genommen. Bin in diese Rolle gegangen, habe mir Klamotten gekauft. Und dann bin ich rausgegangen. Und weißt du, was das Tolle war, Janik? Mich hat niemand erkannt. Nein. Mich hat niemand erkannt. Und dann habe ich habe halt einen Bart dann gehabt, einen weißen Bart, eine große Brille, so einen Pelzhut. Die Aufnahme gibt es übrigens immer noch. Die gibt es in unserem Kurs für Public Speaking. Und dann habe ich in der Rolle dieses Mannes auf das Leben zurückgeblickt, worum es im Leben richtig wirklich geht. Wie alt warst du da? Nochmal kurz. Ende 17. Okay. Kurz vor meinem 18. Geburtstag. Mhm. Bin mit dem Motorroller hingefahren, weiß ich noch wie heute. Ich habe mir durch Orangensaftpressen bei Marché Mövenpick habe ich mir einen Motorroller verdient, damit ich nicht zur Schule laufen musste. Super. Warum? Weil ich auch auf dem Schulweg oft Probleme hatte im Bus und so. Und dann ist was passiert. Plötzlich wird diese gesamte Aula erst leise und plötzlich sehe ich, dass Leute, Schüler, Mobber anfangen zu weinen. Und ich konnte das überhaupt nicht einordnen in dem Moment. Überhaupt nicht. Und dann sind die aufgestanden und haben Standing Ovation geklatscht. Ich bin hinter die Bühne gegangen, der Literaturlehrer, Herr Lukas, hatte so riesige Hände, der hat die auf meine Schultern gelegt und hat gesagt, jeder Mensch kann eine Sache richtig gut und das ist deine. Und danach hat es 20 Jahre gedauert, bis ich wieder auf die Bühne gegangen bin. Und das ist 5 Jahre her. Mhm. Boah. Krass, heftig, wie sich das so durch das komplette Leben durchgezogen hat, so diese Lebensgeschichte auch und was du ja auch vor allen Dingen daraus gemacht hast. Ja, erstmal nicht so viel. Also ja. Erstmal war ich dann, gut, das ist jetzt auch eine Wertung. Ich war als Flugbegleiter, um ehrlich zu sein, genauso glücklich wie heute. Ich hatte keine Kohle, aber ich war mega happy. Also ich war der glücklichste Mensch der Welt. Super. Wenn du mich fragst, ja, es war mega. Ich habe dieses Lernen, wie Bedienen funktioniert. Mhm. Also wenn es so für junge Leute 5 Punkte gibt, die ich als 43-Jähriger rückblickend versuche zu erfassen, dann ist es sich in den Dienst zu stellen von etwas, was größer ist als du. Mhm. Ein Lehrmeister zu finden. Mhm. Genau in dem, was du gerne machen möchtest. Dienen lernen. Deshalb tat mir die Feuerwehr so gut und die Lufthansa, wo ich nachts auf Knien Kotze wegwischen muss. Das gehört aber dazu, um auf der anderen Seite zu verstehen, wie wertvoll jede Minute ist, da wo ich gerade bin. Das zweite ist, dass ich mir mein Umfeld aussuche. Mhm. Und niemand mir mein Umfeld aussucht. Das dritte ist, dass das Leben ewig langes Lernen bedeutet, aber eben nicht wie in der Schule, sondern es kommt der Punkt, wo du das lernen darfst, was dich interessiert und plötzlich fühlt es sich nicht an wie Lernen. Das ist so magisch. In der Schule wird dir alles so viel reingedrückt ins Kurzzeitgedächtnis. Ich habe meine Schulsachen jetzt wiedergefunden. Ich war der Schlechteste im Abi in Biologie. Eine 5-. Eine 5-. Ich meine, das ist echt nicht gut. 5-. Ja, wo ich mir wie kann das sein, dass ich jetzt Millionenumsätze mache? Wie geht das?
weil ich diesen Müll irgendwann aus meinem Kopf rausgeholt habe. Ja. Und meinen Fokus, und das ist dieser dritte Punkt, auf Dinge konzentriere, die ich eben kann. Ja, ja. Wenn ich dann, und das ist Punkt 4, anderen beibringe, wie das funktioniert, wie du das hier auch machst mit deinem Kanal und durch das Zurückgeben in der Crew zum Beispiel, ja, dann bin ich dabei, die karmischen Gesetze zu bespielen. Das Gesetz von Saat und Ernte, Yin und Yang, Böse und Gut und Sonne und Mond. Und wenn ich dann 5 es schaffe, und das ist wirklich eine Kunst, weil das ist unglaublich anstrengend, zu verstehen, dass aus dem Weltraum aus betrachtet die Welt eben nicht so ist, wie sie ist, sondern ich mir das selber mache, dann schauen wir mal, was mit denen, die hier zuhören, in 20 Jahren passiert. Du musst dich einfach nur an diese Regeln halten. Mhm. Grandios, grandios. Also ich glaube, das inspiriert mega viele, weil es auch wieder zeigt, nur weil gewisse Dinge passieren oder weil man eine gewisse Geschichte vielleicht auch in seinem Leben hat, was alles schiefgelaufen ist, muss es nicht heißen, dass das in Zukunft halt nicht anders sein kann. Ich glaube, ja, man kann ganz viel aus seiner eigenen Geschichte auch machen. Mir fallen gerade so viele Sachen aus der Schule ein. Da habe ich, glaube ich, das 8. Mal die Schule gewechselt, war dann wieder auf einer anderen und da hat mich ein Mädchen zu einer Party eingeladen. Ich war noch vorher nie auf einer Party eingeladen, weil ich war immer derjenige, den keiner auf der Party wollte. Mhm. Und da war ich gerade neu auf dieser Schule und die kannte mich auch kaum. Gibt es ja so, ja, den laden wir halt mit ein, den neuen. Und ich bin da nicht hingegangen, weil ich Angst hatte, dass sie mich verarschen. Ja. Dass da keiner ist. Dass ich in irgendeine Falle laufe. Und dann hat sie mich danach angesprochen darauf und hat gesagt, warum bist du nicht zu meiner Party gekommen? Ja. Und dann habe ich gesagt, du hattest wirklich eine Party? Du hast mich eingeladen? Mhm. Und in ihrer Welt war das so, ja, warum soll ich dich denn nicht einladen? Und das ist halt auch ein Punkt, wo jeder, glaube ich, irgendwann hingehen darf, zu sagen, es gibt Menschen, für die bin ich wertvoll, genauso wie ich bin. Ja. Und das war für mich sehr überraschend, weil das hätte ich damals nicht erwartet. Die nehmen auch dann einen. Also ich habe auch Lehrer gehasst, weil die Lehrer, also so wirklich mich, die haben mich halt wie Dreck behandelt. So, ja, Janik, stell dich nicht so an, integrier dich einfach in die Gruppe, haben sie immer zu mir gesagt. 10 Jahre genau. lang. Von der sei einfach wie die anderen. Ja, genau, sei wie die anderen, geh doch einfach hin, hab doch Spaß. Ich habe halt einfach voll anders getickt. Ich war halt so derjenige, der halt nicht bei all den Schlägereien mitgemacht hat, weil bei den Jungs, die sich auch Spaß geschlagen haben, weil ich immer alles hinterfragt habe. Ich auch nicht, ja. Und dann gab es so einen Moment, wo ich dann wieder eine Schule gewechselt habe und dann war das so das erste Mal, wo ich eine Lehrerin als Heldin kennengelernt habe, wo die Rektorin zu mir hergekommen ist und gesagt hat, Janik, weißt du was, du gehst jetzt morgen mal in diese Klasse rein und du bist mal jemand, wie wenn du jetzt die letzten 10 Jahre vergisst und einfach nur mal da reingehst als ganzer normaler Janik, der nicht gemobbt wurde. Ich bin in diese Klasse reingegangen und ich hatte am ersten Tag schon 2, 3 Freunde, die mit mir die Pause verbracht haben, was ich davor die Jahre lang nie hatte. Einfach nur, weil mir eine Lehrerin gesagt hat, Janik, erfind dich vielleicht mal morgen einfach mal neu. Und das aber ist es beginnt halt im Kopf, ne? Total. Ich muss auch sagen, es gibt ja diese 20-80-Regel, ne? Dinge, die passieren im Leben oder eben nicht. 20% der Lehrer waren so gut, dass sie bis heute mitlaufen. Ich arbeite mit so einem Modell im Kopf, was würde XY jetzt tun? Und ich habe immer noch eine Lehrerin und einen Lehrer, den Herrn Lukas, von dem ich gerade erzählt habe, dann noch einen Deutschlehrer, der Herr Lohmann, der war auch so toll, und eine Lehrerin, die hieß Frau Scharkut, die damals auch, als ich die Schule gewechselt habe, da habe ich erstmal mein Zeugnis von der anderen Schule zusammen mit meiner zertifizierten Lernbehinderung hingelegt. Ja. Und sie hat gesagt, was ist das denn? Da habe ich gesagt, steht doch da drauf, ich bin dumm. Gucken Sie, ich habe überall eine 5 oder eine 6. Sie können mir sagen, was Sie wollen. Ich bin einfach dumm. Und dann hat sie gesagt, wer hat dir das denn erzählt? Ich sage, alle. Ja. Alle und jeder. Ich gehe von einem Schulpädagogen zum nächsten, von einem Sprachtest zum nächsten, von einem Idiotentest zum nächsten. Und alle sagen, ich kann es nicht. Und dann hat sie gesagt, das werde ich nie vergessen, die hat dann erstmal dieses Zertifikat genommen, zerschnitten mit einer Schere und weggeschmissen.
und hat dann gesagt, wenn du daran glaubst, was andere Menschen dir über dein Leben erzählen, dann wird das zu deiner Identität. Deine Identität ist das, was du bist und das ist dein Leben. Wir machen das jetzt anders. Und dann hat die sich mit mir hingesetzt, weil eine Sache wissen auch wenige. Der Grund, warum ich auf einer Gesamtschule Abitur gemacht habe, ist nicht, weil ich eine Gesamtschule so toll fand. Der Grund, warum ich auf einer Gesamtschule Abitur gemacht habe, ist, weil ich mich dort vom Sonderschulkurs in den Hauptschulkurs, in den Realschulkurs, in den Gymnasialkurs langsam vorarbeiten konnte. Ich musste erstmal meine Glaubensmuster ändern, dass jemand wie ich auch Mathe zumindest im Ansatz verstehen kann. Aber das hat nicht funktioniert in der Schule, wo ein Lehrer gesagt hat, die Formel ist wie die Formel. Ich hatte die erste Formel schon die letzten 2 Jahre nicht verstanden. Ja. Weißt du? Ja. Sondern ich bin dann in diesen Sonderschulkurs gekommen, dann in den Hauptschulkurs, in den Förderkurs, nicht für Hochbegabte, das Gegenteil. Da war ich aber plötzlich der Beste. Und das haben meine Eltern auch clever mit mir gemacht. Ne? Da bin ich nach Hause gekommen und habe zu meinem Papa gesagt, ich habe in Mathe plötzlich eine 1. Von einer 6 auf eine 1. Ja gut, ich meine, das eine war halt der Gymnasialkurs und das andere war der Hauptschulkurs. Ja. Aber ich hatte plötzlich ein Erfolgserlebnis. Absolut. Und durch dieses Sammeln von Erfolgserlebnissen habe ich den Wert wieder erkannt, mich anzustrengen. Und so bin ich halt langsam vom Grundkurs und in der Schule musste ja auch clever sein. Da habe ich irgendwann so Laberfächer gewählt und ich habe gemerkt, okay, Mathe, Physik geht nicht. Dann nehme ich halt Laberfächer, nehme ich halt Englisch, Deutsch, ja. Philosophie, Literatur. Bei dem anderen ist es vielleicht Mathe, Physik, Musik. Also ja. Ich muss ja nur erkennen, dass Dinge miteinander zusammenhängen. Ja. Und so hat auch der Depp wie ich irgendwann Abi geschafft. Grandios. Also wirklich grand, also hin und weg. Vor allen Dingen ist da so viel, und das ist ja das Krasse und auch irgendwie Einzigartige, was so Menschen ausmacht, die zum Beispiel auch in der Schule einfach Struggle so mit Mobbing hatten oder allgemein. Man hat oder man durchlebt einfach diese gleichen Gefühle, jeder natürlich auf seine Art und Weise, auf seine Situation, auf die Story, die halt passiert ist, aber diese Gefühle, die halt in einem herrschen, sind halt bei uns allen irgendwie die ähnlichen. Deswegen ist das so krass, weil die Sachen, die du mitgibst, das ist so, kenne ich. Der Schmerz, der Dorn, ja. Die Tränen sind dennoch da. Ja. Also das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja. Die Zeit damals war furchtbar. Total. Aber every master was once a disaster. Jeder, ausnahmslos jeder, der erfolgreich ist, hat irgendwann was Krasses in seinem Leben erlebt. Ich kenne niemanden, der wirklich was Großes aufgebaut hat. Und ich sage auch nicht, dass das jeder muss. Mhm. Ich sage nur, dass du aus dem, was du gerade erlebst, ganz viel Drive für später mitnehmen kannst. Was glaubst du denn, warum ich die Masterclass für Young Stars ins Leben gerufen habe, zwischen 12 und 15? Weil ich in der Zeit am meisten gelitten habe. Ja. Was glaubst du, warum ich jetzt zum Lockdown bei Corona im März, als ich nicht mal mehr wusste, wie soll ich meine Mitarbeiter bezahlen, war das Erste, was wir gemacht haben, ein Format aufzusetzen. Mhm. Können sich übrigens alle angucken, kostenlos, musst du eingeben, Live School, Live mit S, mit S, mit F, also wie Live, nicht V als Verb, Live School, mit Dr. Stefan Friedrich, Alexander Müller, Laura Seiler, Christian Bischoff. Weil das war das Erste zu sagen, um Gottes Willen, jetzt fehlt bei vielen die Struktur Schule. Mhm. Wir geben jetzt ein paar Elemente da rein, wo Menschen lernen können. Aber doch nicht, weil einige sagen, Mensch, Tobi, das ist ja total nett, das hat doch mit Nettigkeit nichts zu tun. Das hat damit was zu tun, dass ich damals gelitten habe wie ein Hund. Dass ich weinend in der Pissrinne lag. Daran liegt das. Hat doch mit Nettigkeit nichts zu tun. Ja, absolut genial. Und ich glaube, gerade so von diesem Abschlusssatz, den du gesagt hast, every master was once a disaster, ich glaube, da können wir so geil einfach so diesen Punkt machen, weil es ist so alles jetzt so abschließend und auch normal frage ich am Ende oft immer so was würdest du so seinem 18-jährigen Ich so mitgeben, aber du hast ja im Prinzip vorher schon so diese 5 Punkte genannt, weswegen ich das glaube einfach dabei auch belassen würde. Außer dir fällt dir spontan ein, du, wenn ich jetzt mein 18-jähriges Ich treffen würde, ich glaube, okay, vielleicht würde ich ihm doch noch diese eine Sache sagen. Dann würde ich ihm sagen, dass es die Liebe wirklich gibt. Daran habe ich viel gezweifelt damals.
Ich habe an ganz vielen Konstrukten gezweifelt, an dass es Menschen gut meinen, dass es etwas gut meint. Ja. Und ich habe dann mit, jetzt bin ich 43, 33, vor 10 Jahren meine Frau kennengelernt, mit der wir jetzt 2 wunderbare Kinder haben, wo wir das anders machen können. Ja. Dinge, die mir nicht, die ich damals jetzt nicht so hatte. Und zwar nicht, weil meine Eltern das nicht wollten, sondern weil sie viele Dinge gar nicht besser wussten. Ja. Dass es auch Kinder gibt, die spezielle Bedürfnisse haben. Und als ich Rita kennengelernt habe, das war plötzlich so klar. Plötzlich war der Schleier weg, plötzlich war Liebe greifbar. Und ich konnte mich an den Satz meiner Oma erinnern, die immer gesagt hat, in dem Moment weißt du das. Du musst ja nur auf dein inneres Navigationssystem hören. Und dann würde ich dem 18-jährigen Kind sagen, dass ich irgendwann mal selber Kinder haben werde. Das ist so weit weg mit 18. Das ist wie in einem anderen Leben, wie in einem Paralleluniversum. Ja. Und plötzlich saß ich vor, mein Sohn ist jetzt 7, also der ist letztes Jahr eingeschult worden, der wird jetzt 8, vor 2 Jahren ist er eingeschult worden, sitze ich plötzlich in einer Grundschule auf so einem kleinen Kinderstuhl, ich bin 1,90 groß, aus mit den Holz Kindern, noch, aus Holz, ja, und fange plötzlich da an zu heulen und kann es mir nicht erklären, warum. Aha. Und merkt plötzlich, krass, da kommt mein Muster wieder hoch. Ey, fuck, das ist 25 Jahre her. Einschulung ist 35 Jahre her. What's wrong? Und dann kam ein der Emil ist auf einer Waldorfschule. Wir haben ganz viele Schulformen uns angeguckt, von freier demokratischer Schule bis Montessori-Schule bis normale Grundschule bis XY. Und da habe ich immer gesagt, nee, das is it nicht. Mein Gott, der soll nicht denselben Schmerz ertragen, den ich hatte. Und dann kommt ein Mann rein, und das ist jetzt die letzte Geschichte, weiß meliert, der diese Schule gegründet hat vor vielen Jahren, und sagt einen Satz. Er sagt, Kinder haben einen körperlichen Plan, einen geistigen Plan und einen Seelenplan. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Dreieck zu erhalten und zu fördern. Und in dem Moment war ich drin und habe gesagt, genau das ist es. Ja. Stärken, stärken und aufhören, Fehler auszumerzen. Es bringt dir nichts, wenn du im Beruf bist, wenn du jahrelang Nachhilfeunterricht in was bekommen hast, was du ohnehin nicht verstehen wirst. Es bringt nichts. Eine 4 ist okay, ausreichend, damit kommst du durch, wenn du in einem anderen Fach sehr gut bist. Weil sonst gibt es Leute, die kriegen plötzlich Nachhilfeunterricht, sind irgendwo sehr gut, kriegen irgendwo, kommen sie dann von ausreichend auf ein befriedigend, und aus dem sehr gut wird plötzlich ein gut oder ein befriedigend. Warum? Weil die Energie dahin geht. Und wenn ich, als ich das verstanden habe, krass, wow, das hat mich gecatcht. Super. Grandios. Jetzt gibt es bestimmt auch Leute hier, die zuhören und sich zu denken, Tobi, du hast mich an der Angel. Ich bin dabei. Bei was dabei? Jugendliche, wenn es junge Leute sind, können ja bei nichts dabei sein. Im Sinne dabei, so, wo können sie vielleicht Teil von deiner Community werden? Wo kann man von dir Sachen anschauen? Wo kann man dich finden? Du bist ja auch auf Social Media vertreten. Wo kann man sich Instagram. Vielleicht noch mehr Instagram. Instagram. Ja? TikTok auch genau. Schon? Ja, ich habe so ein paar Videos. Kann vielleicht. Ja. Tatsächlich Instagram, den Bewohnerfrei Podcast. Da gibt es auch eine Folge noch zum Thema Mobbing. Mhm. Da, wie hast du vorhin gesagt, 14 Millionen haben das schon gehört. Ja, Instagram, Podcast. Super. Und ich freue mich dann, wenn wir wieder Dinge für Jugendliche machen können, dass wir dann eben auch, ja, und was ich jetzt aktuell mache, ich bilde Lehrer kostenlos weiter, ne, in unserer Public Speaking Academy, weil ich mir wünsche, dass die Lehrer, die von dort dann wegkommen, diejenigen sind, die Schüler dann eben da fördern, wo sie sind. Mhm. Also, see you on Instagram! Nice! Cool. Findet ihr natürlich alles unten in der Beschreibung. Na, ansonsten, Tobi, mega, dass du dabei warst. War mir eine große Ehre, eine sehr große Freude. Toll, dass du uns auch so einen authentischen Einblick gegeben hast, so in dein Schulleben. Ich verfolge dich echt schon seit über 2 Jahren. Ich habe so die Schulstories jetzt von dir, so, die du hier genannt hast, so, glaube ich, teilweise noch nie gehört. Deswegen war das, also dafür echt danke fürs Teilen. Sehr, sehr gerne. Und ganz vielen Dank an dich und deine tolle Arbeit, die du machst. Das ist was ganz, ganz Besonderes und was danke, ganz Wichtiges. Danke.
Vielen Dank. Sehr Und dann gerne. würde ich mal sagen, mach's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.